Mein Name ist Jens, ich bin hier eingesetzt im Feldlager Prizren als Feldlager-Feldwebel in der Kommandantur. Der Lagerrundgang ist auch ein Teil der entsprechenden Kommandanturaufgaben, um entsprechend Nachfolgekontingente oder militärische Führer einzuweisen in die Situation hier im Lager, Gebäude und auch entsprechend Schwierigkeiten, die im Folgekontingent zum Beispiel auftreten können. Das ist jetzt für mich das dritte Mal hier im Kosovo, das vierte Mal auf dem Balkan. 2001 war ich das erste Mal hier, da allerdings nicht hier in dem Lager, sondern in Suvorica eingesetzt. 2013 in der S3-Abteilung als Lagerfeldwebel und Vereisverwalter. Und dieses Jahr habe ich mir mal die Kommandantur gewählt. Das ist der Wir befinden uns hier an der zentralen Wäschekammer im Lager. Und unterhalb der Wäschekammer befindet sich eine Abstellfläche, wo vorher die Zelte des Fernmeldebataillons waren. Und gleichzeitig auf der Seite befindet sich eine der ersten Betreuungseinrichtungen hier im Lager, eingerichtet durch das Stabsfernmeldebataillon, das 2001 entsprechend dann als eines der ersten Zelte aufgebaut worden ist zur Betreuung der Soldaten der Fernmelder. Natürlich war am Anfang erste Prämisse, wir müssen alle unsere Soldaten unterbringen. Es muss sofort die Verpflegung sichergestellt werden, die Kommunikation. Und da war die erste Prämisse durch Zelte Unterkunft bringen. Wir befinden uns jetzt im Moment vorm Eingang des ehemaligen Keiler, der Betreuungseinrichtung der Pionierkräfte, die 2001 aus dem Standort Suvorica hier nach Prizren verlegt worden sind, die dann im Anschluss ihre Betreuungseinrichtung bzw. ihren Unterkunftsbereich hier aufgebaut haben und dabei auch die Kapelle aufgebaut haben für das Feldlager Prizren. Die deutsche Verpflichtung der Gestellung des Einsatzlazaretts endet am 31.12. dieses Jahres, also 2017. Danach wird hier in Prizren nur noch eine Art Staffel vor Ort bleiben, die einen Truppenarzt, die truppenärztliche Versorgung aller deutschen und ausländischen Soldaten hier im Lager sicherstellt. Die Zeitstrahl zur Übergabe der Einsatzliegenschaft endet voraussichtlich mit dem ersten Quartal 2019. Die Einsatzliegenschaft Prizren wird zurückgegeben an die UNMIG, also an die UN-Mission hier im Kosovo, wo dann entsprechend die UN definiert, wer danach Nutzer sein wird. Ich sage niemals nie, aber ich gehe davon aus, dass der Kosovo mich maximal noch als Tourist sehen wird. Thank you.